heißt das neue Mitglied willkommen. Doch wer wird es sein? Danny. Er ist ziemlich stur. Und seine Klasse? Naja. Krieger und Magier haben wir schon. Deshalb bleiben uns nur noch 4 übrig. Klar, wir könnten jetzt jeden Krieger machen oder jeden Magier machen. Jeder könnte jedes sein. Das wäre doch langweilig. Und ich weiß sowieso schon, was für ihn passt. Ein Dieb. Ich bin Danny und ich bin ein sturer Dieb. Das passt. Für die Leute, die nicht wissen, wer Danny ist. Mein Bruder. Ja. Genau. War hin und wieder auch schon mal hier in meinem Kanal vorhanden. Also es ist jetzt kein kompletter Random Pick. Dieb Danny. Er freut dich kennenzulernen. Ich bin Danny. Ich bin ein Dieb. Ich freue mich auf viele gemeinsame Abenteurer. Danny hat sich dir angeschlossen. Wuhu! Bereite Danny ein herzliches Willkommen im Team. Nebenbei, eigentlich hatte ich noch ein Teammitglied engagiert. Was da wohl wieder schief gegangen ist? Früher oder später wird das neue Mitglied sicher kommen. Vorerst seid ihr halt ein Dreierteam. Ho, ho, ho. Alles klar. Tja, Danny, dann leg dich mal hier ein. Ich habe gerade das Spiel wieder angemacht nach einer Pause und auf einmal kriege ich einen Brief. Außerdem will ich kurz anmerken, diese Musik hört sich an, als wäre sie aus WarioWare. Und wir haben damit bekommen zurück zu einer neuen Folge, falls ich das vorher noch nicht gesagt habe. Mal einen Brief erhalten. Lieber Mike, ich wollte dir schreiben, wie toll ich Nintendo finde. Leider reicht der Platz nicht mehr, aber auf der offiziellen Web... Deine Niki. Ja, auf der offiziellen Web war's denn. Vielleicht schreibt ihr noch einen zweiten Brief. Wir kriegen auf jeden Fall 3 Spielscheine. Nice. Dann sollten wir bei ihr wieder vorbeischauen und ihr Mies abgeben. Ja. Ihr seht, ich habe gerade das Spiel jetzt angemacht. So, denn ich hatte eine Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Die ersten beiden Folgen waren von der Länge her ein bisschen seltsam. Die erste Folge war mit 30 Minuten, die andere nur 20. Ungefähr würde ich die Folgen um die Mitte machen. Ungefähr 25 Minuten ist so mein Ziel. Und für die, die den Bösewicht nicht kennen, bei mir ist das ja Gomme HD, für die, die den nicht kennen, das ist halt ein damaliger Minecraft-YouTuber gewesen, der halt Trolling-Videos gemacht hat. Und ich fand's halt funny. So, wir haben hier aber noch ein Menü im Hotel. Seht schon, man kann hier einiges machen. Das ist ja, was ich vorhin gemacht habe. Man kann aber auch zur Chronik gehen und sich die ganzen Sachen anschauen, die man gemacht hat und gesammelt hat. Aber who cares? Dann gibt es das Team. Kann man sich die Teammitglieder genauer anschauen. Mit Stats und alles, meine ich. Ausrüstung. Wir haben ja zum Beispiel diesen Donkey Kong Outfit. Wird aber komplett dumm aussehen. Deshalb lassen wir das lieber. Mal gucken, ob ich so nach und nach die ganzen Kostüme freischalte. Und das Coolste von allen, die Perücken und das Make-up. Sorge mit Perücken und Make-up für extra fesche Mii-Charaktere. Probier's doch direkt mal aus. Ja. Ich kann euch zeigen, was man machen kann. Fangen wir an mit, dann machen wir es mal bei Maike. Ich sage euch mal den Schminktisch. Make-up, der Spaß fürs ganze Gesicht. Dir steht der Sinn nach anderen Wimpern? Wie wär's mit Lippenstift? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Verpasst dir den Look, von dem du schon immer geträumt hast. Klingt toll? Dann probier's doch gleich mal aus. Ja, mit diesem Feature wird Miitopia gleich zu Animetopia. Zum Beispiel kann man Augen, zu den Augen was hinzufügen. So werden übrigens auch die ganzen Mies gemacht mit, weiß ich nicht. Mit Monita zum Beispiel oder was auch immer. Es gibt ja auch, oder mein $19 Fortnite Card. So werden diese ganzen Mies hier erstellt. Man kann nämlich hier diese ganzen Symbole auswählen, warum auch immer. Man kann die verschieben, wie man will. Und, ja, genau. Irgendwie mag ich das Herz, aber das sieht so ein bisschen too much aus. Ich will jetzt auch nicht komplett alles draufschmeißen auf meinen Charakter. Ich glaube, das hier ist ganz okay.
Ja, man kann oben, wie man sehen kann, bis zu 100 Make-up, sag ich mal, drauf tun. So, Wimpern könnte man noch machen. Wie ihr sehen könnt. Also gibt es sehr, sehr viel. Wieder alle Symbole. Symbole gibt es überall gefühlt. Was sieht denn so cool aus? Das hier, finde ich, sowas hier zum Beispiel ist ein bisschen too much, finde ich. Ich will was Simples, aber nicht unter den Augen. Wenn dann schon auf der, hier so oben drauf irgendwas. Irgendwas Simples halt. Sowas vielleicht. Na, keine Ahnung, nehmen wir es mal. Dann gibt es noch Lidschatten. Ja. Ich meine auch, man kann die Farbe ändern, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie. Ich lasse es mal lieber. Oder geht das hier? Wahrscheinlich bei weiteres, oder? Ach ja. Farben, oder? Ach, wie auch immer. Man kann ja auf jeden Fall sehr viel machen. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus. Ich habe mich damit nicht viel befasst. Man kann hier die Wangen machen. Man kann auch so ufuhaft sein. Finde ich schon irgendwie lustig. Oder hier, man kann Avatar machen. Keine Ahnung. Was man will. Oder 10.000 Symbole zufügen. Ja. Tatsächlich finde ich das hier lustig. Deshalb nehme ich das, glaube ich, einfach mal. Lippenstift gibt es. Ja. Sieht ein bisschen seltsam aus, weil das so direkt über, direkt drunter, unter dem richtigen Mund ist. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Man kann ja auch hier den Ape-Mund machen. Mal gucken, was ich hier mal nehme. Ich will irgendwas Blasses nehmen, weil wenn ich sowas Fettes nehme, sieht das irgendwie ein bisschen weird aus, finde ich. Ich nehme einfach sowas. Augenbrauen könnte man noch machen. Da gibt es auch ganz, ganz viel. Ganz viel. Aber das lassen wir mal. Und bei weiteres. Maske. Oh, lol. Okay, kann man auch noch mal ein paar Symbole hinzufügen. Junge, warum sollte man das machen? Aber okay. Wir werden nicht judgen hier. Motive. Ja, das ist eigentlich ziemlich das gleiche. Brille, habe ich aber jetzt keine nicht. Habe ich ja. Hier steht's auch. Dein Mii trägt keine Brille. Grundierung, ich vermute mal. Oh, ja. Ja. Nasenfarbe. Why? Augenfarbe. Okay. Gesichtsausdruck. Aha. Da kann man sich das Ganze dann auch anschauen oder halt verändern, wenn man, wenn einem das nicht gefällt. Alles klar. Ja. Lassen wir es so. Ich finde, so sieht es ganz gut aus. Dann können wir noch in den Perückenladen gehen. Genug von deiner alten Frisur? Dann steh. Dann setz dir einfach eine neue auf. Wähle den Pony und die hintere Haarparty. Wie es dir beliebt. Sogar die Haarfarbe kannst du selbst bestimmen. Tob dich aus und erschaffe die Perücke deiner Träume. Eine Warnung jedoch, bevor du dir später die Haare raufst. Wenn du eine Perücke trägst, kannst du keine Kopfbedeckung tragen. Aber keine Sorge, du kannst ja die Perücke ja auch wieder absetzen. Ja, wäre, glaube ich, ein bisschen nervig, wenn man unter seinen, über seinen Haaren eine Perücke drauf hat und dann nochmal irgendwie eine Mütze drauf. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen anstrengend. Kann ich mir auf jeden Fall anstrengend vorstellen. Es gibt sehr viel. Ich werde mal ganz kurz durch alles durchgehen. Aber so schnell wie jetzt gerade halt. Weil es gibt wirklich viel. Und ihr seht, man kann so richtige Anime-Sachen machen. Das sind jetzt nur die vorderen Haare. Das ist ja nur die Ponys. Man kann so viel mehr machen. Mhm. Soll ich jetzt irgendwas auswählen? Das hier sieht zum Beispiel schön aus. Sonst, ja doch, das sieht eigentlich ganz schön aus. Lass ich erstmal dran. Dann kann man noch hinten sehr, sehr viel machen. Also wirklich viel. Da kann man richtig krasse Anime-Characters machen. Die kann man mit Accessoires machen oder auch ohne. Die Accessoires bedeuten halt einfach diese Bändchen, die dahinter sind, die man auch auf dem Bild sieht. Mit oder ohne Bändchen halt. Hier zum Beispiel kann man es gut erkennen. Dann wäre das so ohne Bändchen. Hm. Alter, hier gibt es echt viel. Ich habe mir das schon mal angeschaut, aber das war noch vor ein paar Wochen. Und ich bin immer noch erstaunt, wie viel es hier zur Auswahl gibt. Also ganz ehrlich, wenn hier jemand was nicht findet, was er haben möchte,
dann kann man nicht helfen. Also zumindest ist hier sehr, sehr viel für weibliche Charaktere, für männliche nicht ganz so viel. Aber es gibt trotzdem auch genug, denke ich mal. Das hier sieht zum Beispiel schön aus, finde ich. Was könnte ich noch nehmen? Das hier wäre auch was Schönes eigentlich. Das ist ein bisschen dick, die Haare. Das ist schon viel besser. Und das hier, ansonsten das hier ist auch voll schön. Ich mag die Physik von den Haaren. Es gibt sehr viel Tolles. Ja, ich muss mich jetzt aber natürlich schnell entscheiden, weil ich will jetzt nicht die ganze Folge hier lang verbringen. Wir wollen sich doch was erreichen hier. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme mal das hier. Das habe ich auch in der Demo genommen, meine ich. Man kann auch den Haarzipfel ändern, falls man einen haben möchte. Ich mache lieber ohne. Und natürlich wollen wir die Haarfarbe ändern. Das ist nur für den normalen Haaren, meine ich. Ne? Ja. Also ein breites Gelb wäre eigentlich ganz gut. So blondig halt. Ja, doch das hier, oder? Oder das. Und dann den Haarspitzel. Könnten wir alles machen. Das könnte alles sein. Und ich denke, wir machen irgendwas ganz Helles. Das hier zum Beispiel sieht ganz gut aus, finde ich. Nehmen wir das doch mal. Sieht schon ganz schön aus. Also wie gesagt, man kann wirklich alles machen, wenn man will. In diesem Editor. Ja, lassen wir es erstmal so. Vielleicht ändere ich es noch später, aber so soll es erstmal aussehen. Na, jetzt sehen die Bilder hier so ein bisschen cursed aus, finde ich. Aber ja, gut. Na gut, mich selbst will ich jetzt nicht schminken. Aber vielleicht will ich mir eine coole Perücke geben. Sowas zum Beispiel. Oder warte, vielleicht was anderes. So in der Richtung vielleicht. Was gibt's denn hier? Hat was? Das ist auch ziemlich cool. Ich glaube, das nehme ich sogar. Ich meine, das hatte ich auch in der Demo, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann könnte ich vielleicht so ganz normale, längere Haare hinten benutzen. Das Ding ist halt, man kann nicht nur Pony oder nur hintere Haare nehmen. Man muss, wenn dann, beides. Das ist vielleicht ein negativer Punkt, ich weiß nicht, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich denke, so ist ganz okay. Ich gebe dann einfach auch wieder hier so helle, blonde Haare. Hier, mit beiden. So. Oder ich mache es halt hier ein bisschen dunkler. Warum ist der eine Zipfel da oben anders? Egal, lassen wir es so, oder? Aber der eine Zipfel da oben nervt mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wieso. Jetzt mache ich es einfach so. Ich denke, so sieht auch ganz cool aus. Hat was. Ja. Danny. Weiß ich nicht. Unser neues Teammitglied. Weiß nicht, ob der irgendwas braucht. Ich denke nicht. Ich denke, das reicht fürs Erste. Schön, die erstmal die Hälfte der Folge dafür verbracht. Aber naja, gut. Ich werde mal mich mit Danny reinstecken, weil ich habe ja mit Maike schon Level 2 erreicht, mit Danny noch nicht. Und das würde ich gerne auch noch machen. So, alle, was? Alle wollen nur eine Banane? Tut mir leid, die spende ich euch nicht. Dafür dürft ihr aber ein bisschen futtern, Freunde. Koboldschinken, Sternchen. Unglaublich lecker. Gib her, gib her. So, was hätten wir noch? Denn die könnten wir hier den Sternchenhonig probieren. Ja, der hat geschmeckt. Der hat geschmeckt. So, und du darfst natürlich das hier haben. Weil ich doch so weiß, wie sehr du das magst. Und wir kriegen dadurch Punkte dazu. Perfekt. So, wir haben jetzt 6. Stimmt, wir haben jetzt 6 Tickets. Ja, dann würde ich mal sagen, es gibt einmal Roulette und Schnick, Schnack, Schnuck. Bei Roulette kann man Items gewinnen. Machen wir es mal. Hoffentlich kein Gelb. Ich hätte lieber Erfahrung, um ehrlich zu sein. Wird aber nichts. Gelb, ja. Ich meine, wir hatten schon ein Bronzeschwert, oder habe ich mich ja verirrt? Hatten wir schon ein Bronzeschwert? Ich gebe es mal Maike. Man muss jetzt auswählen, wer es bekommen, warum auch immer. Aber hier wird angezeigt, wer es braucht. Also ja, Maike. Nee, das hat es wirklich noch nicht gehabt. Na dann, dann sage ich nichts. Dann war das tatsächlich sehr, sehr gut. Dann habe ich mich verwirrt. Verwirrt, whatever, keine Ahnung.
Ja, aber zweimal hintereinander würde ich das hier nicht empfehlen. Weil wir brauchen kein Bronzeschwert. Wir warten lieber, bis da irgendwas Neues ist. So, aber bei Schnickschnack Schnuck. Willkommen beim Schnickschnack Schnuckomaten. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Machen wir das mal. Dann lass uns loslegen. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes, gewonnen. Ich verliere eigentlich meistens, aber nice. Du hast gewonnen. Hier ist dein Preis. 500 Gold, wie versprochen. Was meinst du? Willst du deinen Gewinn erhöhen? Du könntest deinen Gewinn einsetzen und noch eine weitere Runde spielen. Wenn du gewinnst, kassierst du 1000 Gold. Klingt nach einem guten Plan. Will ich das machen? Ganz ehrlich, wir haben gerade genug Geld. Deshalb gehe ich risky. Let's go. Dann lass uns loslegen. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes! Das hab ich noch nie geschafft. Geil. Du hast gewonnen. Hier ist ein Preis. 1000 Gold. Willst du es nochmal erhöhen? Das ist das Problem bei Gambling. Nein, danke. 1000 nehme ich mit. Ah, also er, der bedächtige Typ, ja. Kein Problem. Greif dir deine Kohle und mach dich aus dem Staub. Juhu! 1000 Gold. Schön, schön. Die nehme ich doch gerne mit. 1500. Weißt du was? Weil ich so gut gelaunt bin jetzt, kriegt ihr alle eine Banane. Ihr kriegt alle eine Banane. Gönnt euch, Freunde. Gönnt euch. Kriegt alle die Banane. Aber bitte kauft euch nichts anderes. Also wenn ihr was anderes kauft, dann bitte irgendwas, was euch hilft. Nee, alle kaufen das Richtige. Alles klar. Nice. Dann, wir haben noch viele Spieltickets. Aber ganz ehrlich, wir sind schon so lange hier im Hotel. Wir können später nochmal vorbeischauen. Jetzt haben wir mit Danny im Team. So muss das gehen. Let's go. Erkunden wir weiter mit unseren neuen Perücken. Man kann übrigens auch einstellen, dass man diese Perücken nur im Hotel hat. Und im Gameplay, so wie jetzt hier, gar nicht. So, wir gucken nochmal kurz bei Niki vorbei. Ich will jeden Tag ein Amiibo scannen. Ich weiß, man hört mich nicht, wenn ich mich von meinem Mikro drehe. Ich muss aber eine Amiibo raussuchen. Ich nehme mal den ganz klassischen Mario. Den Smash Mario mit dem Feuerball. Von damals. Schon lange her. Den scanne ich mal rauf. Plup. Amiibo! Halt noch zurücklegen. Okay. Vielen Dank! Sind so geil, die Amiibos. Und wir hatten natürlich ein Mario-Outfit, das war schon klar. Ja, wir können ihr noch später Amiibos zeigen. Eine sollte jetzt erstmal reichen für die Folge. Wir wollen weitermachen! Let's go! Zu viel getrödelt hier. Ach, sieh mal eine an, wie wir da haben. Komme HD! Du hast nicht auf meiner Gästeliste gestanden. Dunkler Fürst, komme HD. Bald wirst du keine Gästeliste mehr lesen können. Der hat mir gefallen. Wenn dir nach einer Party zumute ist, lass uns tanzen. Oh mein Gott, das sieht bedrohlich aus. Warum macht er den Kengidama? Aufhören, sofort! Wer wagt es? Der große Weise. Weiser und mächtiger Magier, der hilfespendend durch die Welt reist. Wer wird das nur sein? Das wäre der normale Luca oder die Luca, keine Ahnung. Aber ich habe jemand ganz anderes geplant. Du bist also der berühmt-berüchtigte dunkle Fürst. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Der große Weise Iwata. Aber das hier war eigentlich eine Privatparty.
Du bist nicht gewitelistet auf dem Server. Gut, dieses Mal lasse ich dich laufen. Aber nur dieses Mal! Komm mal! Und atmen. Puh. Hallo. Mein Name ist Iwata. Ich bin ein wandernder Magier. Ich bin Mike. Ich liebe ihre Spiele. Sie sind super. Ah, verstehe. Du machst also Jagd auf den dunklen Fürsten, ja? Schon, aber... Aber du fühlst dich nicht gut genug gewappnet. Mein Besen ist schon cool, aber bin ich stark. Ich spüre eine mysteriöse Kraft in dir. Im Moment ist sie noch nicht so ausgeprägt. Aber auf deiner weiteren Reise wird sie wachsen. Also setze deinen Weg mit aller Entschlossenheit fort. Verstanden. Wenn uns das Schicksal holt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Oh mein Gott, das war der erste Iwata, Leute. Will ein Mie für jede Schlosswache. Oh, noch mehr Mies. Treuer Soldat. Beflissener Soldat, der sein Leben für seinen König geben würde. Fauler Soldat. Hängt häufig faul rum. In Anfangs ist nun mal selten was los. Königsträger links. Ist dem König treu ergeben. Der Alltagstrott hat ihn fest im Griff. Und Königsträger rechts. Scheint stets sein Bestes zu geben. Obwohl ihm alles Schnurz ist. Alles klar. Ja, dann werde ich die wohl auch nochmal machen müssen. So. Nachdem ein paar Rollen zugefügt wurden, können wir nun weitermachen. Wir könnten hier nach unten. Ich weiß, hier rechts geht es zu einer Höhle lang und dann geht es da rechts weiter. Ich weiß aber, dass das hier von der Demo, dass das hier fürs Erste noch viel zu schwer ist. Dass wir erstmal leveln sollten, weil das einfach schon ein schwerer Ort ist. Wir könnten jetzt entweder auch oben zur Kiste oder hier unten in den Wald durch. Und ganz ehrlich, da es hier oben sowieso weitergeht, würde ich erstmal hier weitermachen. Na gut, eigentlich geht es hier weiter, um es zu spoilern. Ich weiß noch von der Demo. Hier geht es eigentlich weiter, aber dafür müssen wir erstmal die anderen beiden Orte gemacht haben. Es ist eigentlich egal, was wir machen. Aber da oben ist ein Schatz. Mir geht's gerade sowieso ganz gut. Ich habe gerade genug Dinge. Wir gehen in den Wald. In den Wunderwald. Ja, ich weiß, die meisten gehen jetzt oben zur Kiste, aber ich weiß schon, was es da gibt. Und deshalb gehen wir erstmal in was Besonderes, Neues rein, in den Wald. Sind wir bald da? Freut mich zu hören. Wie der große weise Iwata wohl ist. Coole Sprüche hat er jedenfalls drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Selbst der dunkle Fürst Gomme HD konnte nichts dagegen anstinken. Echt cool. Schon? Ich will ein Hündchen. Ich auch. Warum wollt ihr... Okay. Raschel, raschel. Da ist was im hohen Gras. Vielleicht ein Taubsi? Nachschauen. Was mag das wohl sein? Da hat sich doch gerade ein Affe im Gebüsch versteckt. Der Affe ließ eine halbe aufgefutterte HP-Banane fallen und rannte davon. Dann ist das jetzt wohl meine. Okay, warum nicht? Eine angebissene Banane. Nehmen wir mal mit. Ich fühle mich nicht so gut. Was? Warum? Halte durch! Haben wir was gefunden? Ah, wieder eine Weggabelung. Wir gehen sonst immer nach oben lang. Gehen wir mal nach unten lang. Ich will ein Hündchen! Warum wollt ihr ein Hündchen? Jüge, was hast du gesagt? Das denkt sich denn hier auch so. Hä? Oh. Eine Truhe. Öffnen wir sie. 120 Gold. Nice. Schön, schön. Komm, wir rennen ins Weiter. Folge ist gleich zu Ende. Wir sind fast da. Und kurz vor Ende. Ein Kampf gegen Grinsepilze. Wie sie uns noch so angrinsen. Hier, verschwindet! Was? Die halten ja echt durch. Oh, aber sehr gut.
Danny greift mehrere auf einmal an. Das heißt, wir haben jetzt mich für den Spezial-Damage. Die Macht des Horsts. Ruhezone aktiviert. Ich krieg gleich weiter. Kraft der Ruhezone. Ein spezieller Ort, an dem sich ein Mii-Charakter von Statusveränderung erholen kann. Ho, ho, ho. Verhält sich ein Mii-Charakter sonderbar. Es kann eine Weile dauern, bis er wieder ganz der Alte wird. Nutze die Ruhezone, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Als Bonus erhältst du sogar einen kleinen HP- und MP-Schub. Doch eine Sache solltest du dabei nicht vergessen. Wer sich in der Ruhezone aufhält, kann leider nicht mitkämpfen. Passe deine Strategie also entsprechend an. Ho, ho, ho. Ich bin komplett am Lachen. Es war viel zu lustig, wie er sein Booty geshakt hat. Ab nach hinten. So, was ich sagen wollte, ich bin unser Spezialangreifer. Wir haben einmal Maike für den richtigen Angriff, für den starken Angriff und Danny für Gruppenangriff. Ist doch nice. Brauchen wir nur noch einen Medic, sag ich mal. Einen Healer, einen Unterstützer. Nice, wir haben uns ausgeruht. Ich habe aufgehört zu lachen. Das heißt, wir können nun... Sie spielt. Sieht man es leider nicht. Passt gut auf. Der Gegner spielt mit uns. Okay. Feuer! Haja! Bam! Mit dem Bronzeschwert. Das muss richtig wehtun. Puh! Nice! Jeder kriegt ein Level Up! Oh, Abwehr hoch, Tempo hoch. Nice. Angriff hoch, Abwehr hoch. Vor allem auch HP. Sprunghieb gelernt. Spring hoch und schwing dein Schwert. Trifft einen Gegner. Okay, vielleicht so eine Attacke gegen fliegenden Gegner, keine Ahnung. Level up für Danny. Tempo hoch. Und die Bonuserfahrung. Ich habe mir letztes Mal Maike gegeben. Den brauchst du nicht mehr. Jetzt braucht Danny sie. Wut. Schön, schön. Ich glaube, ich hau ab. Was? Haust nicht ab. Noch eine Weggabelung. Okay. Ich bin so müde. Ach ja? Eine weitere Kiste. Mit einem MP-Bonbon drin. Warum sollte man die liegen lassen, die Kisten? Bisher haben die mir noch nie irgendwas Böses getan. Ich bin total verschwitzt. Ich bin am Verhungern. Und ich erst. Ist das etwa was zu essen, Danny? Hast du auch was für uns? Wir sind doch Brüder. So, du hast doch bestimmt was zum Teilen. Was? Oh nein, ich tue nur so, als würde ich essen. Was? Wie? Wenn ich lang genug so tue, denkt mein Magen bestimmt, er wäre voll. Das ist das Traurigste, das ich je gehört habe, Danny. Hoffentlich schaffen wir es noch bis zum nächsten Gasthaus. Ja. Und ja, das tun wir. Woo! Perfekt, dann können wir hier direkt die Folge beenden. Schlafen mit meinem Bruder. Not weird. Oh! Jemand will sich dir anschließen. Wer das wohl sein mag? Ich mache jetzt genau hier den gleichen Cliffhanger wie in der letzten Folge. Bis dann und ciao.